Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Hier muss ich lang. Das ist seltsam.
Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. An den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden, Ankunft des Helis. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert, und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen, dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Sollen wir weitere Teams schicken, um nach Joyce zu suchen? Negativ. Konzentriert euch darauf, die Zeugen loszuwerden. Nichts darf darauf hindeuten, dass wir an der Sache beteiligt waren. Jack wird heute Nacht auf der Insel zu uns kommen. Während der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Kümmert euch um die Zeugen. Monarch hatte das ganze Industriegebiet für seine Operation gekauft. Das hat die Flucht nicht gerade vereinfacht. Ist das der letzte Zeuge? Nein. Reaper Team kümmert sich um die letzten in A3. Hätte nicht gedacht, die Universität mit einer Killliste zu verlassen. Warum erledigen wir die Sache nicht auf dem Campus? Der Campus bietet zu wenig Schutz. Ich musste die Operation hierher verlegen, als alles den Bach unterging. Was für eine verfluchte Sauerei. Die Medien werden uns den Arsch aufreißen. Wer hat das Pech, alles aufräumen zu müssen? Ich ganz bestimmt nicht.
Das ist für Will. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Kein Strom, war ja klar. Also, was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth, ich? Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Kronon-Gewinnungsanlage von Monarch und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung, also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Ah, Gott, verdammt! Du hast ihn umgebracht! Nein, nein! Nein, nein, nein! Hey, hey! Wag es bloß, sich abzudrücken! Befehle, ich mach's kurz und schmerzlos. Ah! Verdammt nochmal! Fehlzündung! Ihr seid diejenigen, die uns verdammt nochmal beschützen sollen! Ist es wieder der Schlagbolzen? Ja, denke schon. Monarch Solutions, wir schaffen eine bessere Zukunft! Scheiße! Groß! Wir in diesen Arsch! Heute nicht sterben! Wie hast du... Du bist dieser Taxifahrer. Du hast mich zur Uni gefahren. Was ist hier los? Sie bringen alle um. Alle von der Universität. Sie haben mich einfach aus meinem Taxi gezerrt. Mein Gott. Du hast meinen Arsch gerettet. Wie konntest du dich befreien? Das muss ich noch herausfinden. Monarchs sollten doch die Guten sein.
Gib den Kampf nicht auf. Das waren meine letzten Worte an Sie. Es läuft mir kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass ich... Wir sind nicht hier, um über Amy zu sprechen. Ihr Arschlöcher! Ich muss wirklich zu den Trockendocks. Irgendeine Ahnung, wie ich dorthin gelange. Die Trockendocks. Ja, ich glaube, ich kenne den Weg. Egal, was du brauchst. Ich helfe dir. Oh, man muss drücken. Wir müssen durch dieses Gebäude, um zu den Trockendocks zu kommen. Gott sei Dank bist du okay. Was ist mit dem Typen, den du auf dem Campus getroffen hast? Geht's ihm gut? Nein, nicht wirklich. Das ist alles total verrückt, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Wir können nicht zulassen, dass sie damit durchkommen. Das Tor ist verschlossen. Hier muss es irgendwo so ein Tordings geben. Ich sehe mir das an. Ich fasse es nicht. Die Welt muss erfahren, was hier passiert ist. Das wird sie. Dafür werde ich sorgen. Aber hallo. Wenn wir hier raus sind, verpfeife ich diese Arschlöcher bei WikiLeaks. Zuerst muss ich allerdings herausfinden, wie WikiLeaks funktioniert. Und dann mache ich Ihnen ordentlich den Edward Snowden. Im Übrigen... Oh, hey, das Tor ist offen. Okay, das Tor schließt sich zu schnell. Nicht unbedingt. Also, wie... Heilige Scheiße. Du hast gerade... Was bist du? Ein verdammter X-Men? Das war... Okay. Nicht ausflippen. Das ist, Verdammt abgefahren, Mann! Okay. Nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Ich wusste, dass solche Dinge existieren. Als Taxifahrer habe ich schon so einiges gesehen, Mann. Bin ich froh, dass wir auf derselben Seite stehen. Bist du ein Experiment der Regierung? Haben die dir erzählt, was hier los ist? Ich weiß nur, was mein Bruder mir erzählt hat. Die Zeit fällt in sich zusammen und Monarch hat irgendwie damit zu tun. Scheiße. Klingt nach einem neuen Watergate. Nicht so richtig. Oh, dort oben ist ein Fenster offen. Ja, könnte klappen. Warte hier, ich werde es versuchen. Mann, dieser Ort ist gruselig. Monarch hat das ganze Gebiet 2010 erworben. Aber die eigentliche Frage ist, warum alle unbedingt verkaufen wollten. Es kursieren eine Menge Gerüchte, von Strahlungslecks bis hin zu Geistergeschichten. Meiner Meinung nach spukt es hier. Ich hab da meine eigenen Theorien, Mann. Folgendes. Wir haben alle Jobs angenommen, ja? Wieso glauben wir, dass die Geister nicht auch Jobs in der Geisterwelt annehmen müssen? Kannst du mir folgen? Okay. Also dieser ganze Ort hier war ein riesiges Industriegebiet. Und hier haben die ganzen Geister ihre Geisterarbeit gemacht. Du weißt schon, Geister, Brote oder was auch immer. Und dann, 2010, nach der großen Geisterkrise, haben alle ihre Jobs verloren. Und jetzt schleichen sie überall rum und sind arbeitslos. Oder so. Okay, am letzten Teil muss ich noch ein wenig arbeiten, aber der Anfang hört sich plausibel an. Ja, das klingt nach einer Theorie. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. Was haben wir denn hier?
Fenster da oben hochheben. Nein, zu hoch. Du lässt dir schon was einfallen. Noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? So langsam verstehe ich's. In Ordnung, das wäre erledigt. Geschafft. Jetzt zur Tür. In Ordnung. Mr. Serenes Helikopter ist im Anflug auf... Hey, Clarice, bist du's? Hier ist HQ Alpha. Charlie, ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kanal freihalten. Ist okay, Clarice. Hör mal, ich soll für Hedgehog Joyce suchen. Ich habe Aufnahmen von Burke, wie er in A1 seine Wache kalt macht. Jemand hat einen Monarch-Truck offen gelassen. Jetzt überprüfe ich die Kameras in A3. Und entweder schlafen die Wachen oder... eben nicht. Wenn du verstehst.
Verstehst du's? Joyce. Und alles deutet darauf hin, dass er vorhat, einige super teure Sandburgen zu zerstören. Ich halte weiter nach ihm Ausschau, wollte euch nur schnell warnen, okay? Over und out oder so. Puh. So langsam wurde ich nervös. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Oh, hey! Da drüben ist eine Karte. Die kann uns den besten Weg zu den Trockendocks zeigen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Möglicherweise musst du durch den Bereich, den man Ground Zero nennt. Das ist genau die Gegend, in der mein Bruder seine Werkstatt hatte. Dein Bruder, denkst du, er hat etwas mit der ganzen Sache zu tun? Das werde ich herausfinden. Du bleibst besser hier. Ich habe das Gefühl, der nächste Teil wird etwas unangenehm. Okay, unangenehm ist nicht so mein Ding. Aber ich kann dir über das Funkgerät sagen, wie du zu den Trockendocks kommst. Kanal 3. Ich werde die Tür für dich öffnen. Klingt gut. Pass auf dich auf. Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Ja, hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Was war das? Hab ich genug geschrien für dich? Meine Kräfte waren unvorhersehbar. Sie nahmen sprunghaft zu. Wir müssen um ihn herum! Greift an und schaltet das Ziel! Gott sei Dank. Nick, bist du da? Sag mir, wo ich hin soll. Die Lagerhalle hat zwei Hälften. Finde den Ausgang, nimm den Weg zur anderen Seite und sag Bescheid, wenn du angekommen bist. In Ordnung. Rotflintenschütze rückt auf den Fang! Arschloch! Willst du Ärger? Flankieren!
Also gut, Taximann. Wo muss ich lang? Ich heiße übrigens Nick. Jack. Okay, auf der oberen Ebene ist eine Tür, die zu einem Skywalk führt. Aber du musst wohl erst die Sicherheitssysteme ausschalten, bevor du sie öffnen kannst. Und wie schaffe ich das? Auf der Karte ist eine schnörkelige Linie eingezeichnet, die von der Tür zu einem großen Quadrat führt. Und von dem Quadrat führen zwei Schnörkellinien zu kleinen Kreisen. Was zum Teufel soll das heißen? Was soll ich hier tun? Ich weiß nicht, Mann. Ich bin nicht der Superheld. Finde die Tür, folge der schnörkeligen Linie zu einem Kästchen, mehr komische Linien, Kreise, das Sicherheitssystem wird deaktiviert und fertig. Danke, Nick. Ich suche immer noch nach Kreisen. Ach so, das sind nicht im wahrsten Sinne des Wortes Quadrate und Kreise. Das Quadrat ist eine Art Sicherheitskonsole. Schnörkellinien sind Kabel, glaube ich. Folge den Kabeln. Hättest du das nicht gleich sagen können? Dachte, das wäre klar. Joyce hat gerade den Torhaus-Trupp erledigt und ihr wisst immer noch nicht, wo er ist. Wofür werdet ihr bezahlt, hä? Charlie, sag mir einfach, wo er ist. Wie heißt das Zauberwort? Charlie? Lagerhalle B4. Ihr macht besser schnell. Storehouse One. Ihr habt's gehört. Zugriff. Unterwegs. Sicherheitssystem deaktiviert. Wow, das ging aber fix. Wäre erledigt.